Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Zero für die Nintendo Wii in diesem Fall. Ja, letzte Woche ist ja leider ausgefallen aufgrund des Unboxings der Wii U und Zombie U. Allerdings werden wir jetzt hier natürlich weitermachen und es geht ab der Stelle, wo wir letzte Mal waren, natürlich weiter. Brauchen da nichts neu starten. Sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? Das weiß man noch nicht. Wir werden es gleich sehen. So. Alles klar, wir sind wieder im Spiel. Ich hoffe nur, dass jetzt der Bildeffekt nicht so schlimm ist wie vorher. Weil ich hatte ja ein paar Probleme mit dem Bild in den letzten Tagen. Ich habe aber allerdings jetzt ein neues Programm gefunden, mit dem ich da ein bisschen was machen kann. Das ist auch gut so. So, wir haben jetzt letzte Mal einige Orte gesehen, wo ich noch wohin wollte. Genau, da hinten war eine Leiter. Die wollte ich nämlich noch aufsuchen. Und das werden wir jetzt mal tun. So, ja. Billy, kommst du mit? Gut. Ich habe nämlich keine Lust, das wieder alleine zu machen. So. Ja, jetzt ist auch natürlich auch für mich sehr dunkel, das Spiel. Ich habe leider noch nicht irgendwie an meinen Einstellungen rumfriemeln können, dass das heller wird. Komischerweise soll es angeblich gehen. Bei mir geht es irgendwie nicht. Ich kann an den Einstellungen nichts umstellen. Zumindest beim Spielen nicht. Aber das macht es nicht. Das macht es für mich nur atmosphärisch noch besser. So. Weil ich werde gerne mal erschreckt von etwas, was ich kaum sehe. So. Wie ihr eventuell auch gesehen habt, der Upload-Plan ist so geblieben wie bisher. Moment. Wir hatten ja auch noch einen anderen Weg, den ich noch nicht gegangen bin. Nämlich hier, glaube ich. Hier kam ich, glaube ich, durch. Genau. Hier ging es Treppen runter. Bin mal gespannt, was hier noch so abgeht. Oh oh. Das hört sich gar nicht gut an, Leute. Um genau zu sein, ganz und gar nicht. Oh. Au! Nee. Da komme ich nicht durch. Da muss ich irgendwas machen. Bestimmt hier irgendwie ein Ventil oder so abdrehen. Stimmt. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht hier machen. Da muss ich woanders wahrscheinlich hin. Um da etwas mit dem Ventil zu machen. Ich gehe mal einfach davon aus. Weil wie gesagt, ab hier ist es blind für mich. Das wird für euch lustig. Für mich nicht. Irgendwie ist es hier gerade verdammt dunkel. Die Lampen scheinen hier immer wieder auszufallen. Was natürlich nicht so unbedingt vorteilhaft ist für so einen alten Sack wie mich. Naja, wir werden schon sehen, wo es uns hinführt. Mal gucken, ob jetzt hier wieder jemand ist. Weil hier hatten wir ja letztes Mal noch jemanden erlegt. Und da liegt auch noch das alte Jagdgewehr, was wir ja hatten. Wir haben ja mit Billy, soweit ich das richtig weiß, genau das Schrotgewehr aufgehoben. Billy, du solltest mal eventuell deine Waffe mal durchladen, mein Freund. Das solltest du vielleicht mal machen. Ich werde das eben kurz switchen. So, kombinieren mit der Pistolenmunition. So, und dann ist er nämlich auch durchgeladen. Und ich werde wieder auf Rebecca übersteigen. So. Das hört sich komisch an hier. Es ist alles so dunkel. Egal. Leiter hochklettern? Ja. Machen wir einfach mal. Mal gucken, was da oben ist. Ah, diese Elemente habe ich einfach geliebt bei Resident Evil, wenn ich das gespielt habe. Hier ist irgendwo jemand. Da ist einer. Billy schießt auch schon durch Wände. Oh, da. Billy! 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 Würdest du bitte mal helfen kommen? Ey, ich schieße hier die ganze Zeit die Leute ab und er bleibt hier stehen wie so ein Pansen-Eimer. Mann, der ist doch auf Team eingestellt. So viel zum Thema Intelligenz der Spieler. Okay. Ah, hier liegen Kräuter ohne Ende. Das ist gut. Das merken wir uns einfach mal. Dass hier recht viele Kräuter rumliegen. So. Ansonsten schauen wir nochmal schnell. Was können wir hier noch so erleben? Falsche Taste für die Karte. Ich will die Karte haben. So, jetzt muss ich mal wieder in die Steuerung reinkommen, Leute. Ah, die Tür scheint verschlossen zu sein. Aber die Tür wurde aufgeschlossen. Das heißt, jetzt kann ich reingehen. Sehr schön. Ich konnte vorher anscheinend nicht da durch. Werde natürlich erstmal wieder die Waffe durchladen. So. Weil ich weiß ja nicht, was hier hinter auf mich wartet. Ich gehe einfach mal durch. So mutig, wie ich bin. So. Okay. Was sind wir denn jetzt hier? Es sieht irgendwie sehr, sehr kriegerisch aus, da diese Tür. Ich glaube, diese Tür werde ich noch nicht aufsuchen, wenn ihr mich fragt. Was ist denn hier? Okay, da kann ich nichts machen. Konnte ich die Tür überhaupt öffnen? Weil das steht ja, glaube ich, immer dann da. Nee, die hätte ich gar nicht öffnen können. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier kann ich, glaube ich, rein. Genau. Ah, da liegt eine Notiz. Die sehe ich doch blinken. Da. Komisch. Vorschriften für Praktikanten. Oh. Ziel der Ausbildungsstätte.
Das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corporation. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig vom Geschlecht, Rasse und Glauben nur perfekte Kandidaten hervorgebracht werden, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir erwarten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung: Disziplin, Gehorsam, Einheit. Oh mein Gott. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen. Widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und dem Unternehmen Ehre. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation Management Ausbildungsstätte. Okay, Vorschriften für Praktikanten mitgenommen. Das heißt, Praktikanten mussten hier auch sofort sich so einfügen, okay? Natürlich weniger toll. Da liegt was. Da liegt einiges auf der anderen Seite. Ich glaube, das sollte ich mir alles gleich mal holen. Außerdem ist da wieder eine Schreibmaschine. Das ist gut. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Farbband. Billy! Ich wollte gerade sagen, wo will der denn schon wieder hin? Naja, egal. So, hier liegt nämlich Schrotgewehrmunition und Pistolenmunition. Die Pistolenmunition nimmt die gute Rebecca. Schrotgewehrmunition. Billy, das ist dein Ding. So. Gut. Alles klar. Dann switchen wir wieder, weil das sind die Farbbänder. Die sind für die gute Rebecca. Die nehmen wir mit. Mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt überhaupt. Jetzt haben wir wieder 12. Ja gut, wir haben genug Speichermöglichkeiten. Ich werde an dieser Stelle aber jetzt nicht speichern. Ich werde jetzt erstmal hier weiter mich umschauen. Ja. Da ist nur eine Tür, die zur Haupthalle, durch die wir durchgehen können. Und rechts ist eine. Aber, beziehungsweise von uns gesehen, jetzt rechts und da hinten links auf der Karte, ist ein Durchgang. Ich bin aber der Meinung, dass der linke Gang fies ist. Also bis jetzt bin ich irgendwie total davon der Meinung, dass alles auf der linken Seite sehr fies für mich ist. Denn wir haben schon gesehen, dass wenn ich da durchgehe, sehr viele komische Monster sind. Und ja, LP-Kommentator 1988, 1998, glaube ich. Vielen Dank erstmal dafür, dass du dir die Videos anschaust. Allerdings hast du mir schon einen Hinweis gegeben, dass das wohl irgendwie Kopien sein. Wer ist er? Billy! Billy, könntest du bitte kommen? Wir haben hier was. Freunde eingeladen. Genau. Und solange sie liegen bleiben und eine Blutlache haben, alles gut. So, erstmal hier die Räume wieder bereinigen hier. Nee, das sieht so nach einer kryptischen Tür aus. Ich werde mich trotzdem erstmal umschauen, weil die Karte gibt ja immer schon an, welche Türen abgeschlossen sind, welche nicht. Das ist das Gute. Okay, ich muss hier durch. Durch diese große. Mal schauen, was da so ist. Ach ja, ist das schön. Oh Mann, Leute. Ich arbeite übrigens jetzt mit einem neuen Renderprogramm, weil Magix irgendwie mir immer einen dunklen Film drauf macht. Wenn sich jemand mit Magix auskennt, oder ihr kennt jemanden, der sich mit Magix auskennt. Oh, die Karte, sehr schön. Bitte mal bei mir melden. Ich weiß nämlich nicht, wie ich bei mir das wegstellen kann, dass immer so ein dunkler Film über das Spiel drüber kommt. Ich weiß nicht, woran das liegen kann. Erstmal liegt hier wieder was. Nämlich eine Schlüsselkarte, okay. Billy, hast du Platz? Dann nimmst du die mit. Wenn du Platz hast. Nur wenn du Platz hast. Yay! Obwohl, ne, er hat keinen Platz. Uah, wir sind zu beladen. Rebecca, was hast du denn Unnötiges? Ja, Rebecca braucht eigentlich kein Messer. Also, bis jetzt zumindest nicht. Rebecca braucht bis jetzt kein Messer. Das kann ich eigentlich ablegen. Brauche ich nicht. Komm, Messer ablegen. So, dann nehmen wir mal diese Schlüsselkarte mit. Die können wir bestimmt irgendwo gebrauchen. Rebecca. Rebecca, genau, drück erstmal Billy beiseite. So, wir sollten uns auf jeden Fall immer merken, wo wir was ablegen. Mikrofilm A, okay. Mikrofilm ist das, keine Schlüsselkarte. Mikrofilm. Mikrofilm kann man bestimmt irgendwo in so einen Dia-Projektor oder so einlegen, oder? Was liegt denn da hinten? Ah, Farbband. Cool. Immer mehr Farbband für den alten Raben. Ja, damit er bloß viel speichern kann für dieses LP. Denn Kenner von Resident Evil wissen ja, das Farbband ist die Speichermöglichkeit. Und wenn man kein Farbband mehr hat, kann man nicht mehr speichern. Was ist denn das? Oh, eine Kurbel. Die Windensteuerung für den Aufzug. In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Da ist doch schon eine Kurbel drin! Hallo? In der Klappe ist ein rechteckiges Loch. Schön. Stell mich mal drauf. Nee, da muss ich bestimmt später was machen. Moment, wie kann ich das nochmal? Okay. Das heißt, ich werde mich erstmal hier hinstellen, auf diese Winde.
Vielleicht kann ja Billy das bedienen, weil er ja nicht unbedingt dumm ist, was das Kurbeln angeht. So, mal gucken. Die Windensteuerung für den Aufzug, die Klappe ist ein richtiges. Da ist doch eine Kurbel, oder vertue ich mich da? Das ist doch eine Kurbel. This way. Roger. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zusammen uns umschauen. Karte nochmal aufmachen. Haben wir sonst noch irgendwas hier für uns? Nee, vorerst nicht. Dann würde ich sagen, müssen wir wohl oder übel einen anderen Weg finden. Ich schaue nur gerade erstmal auf der Karte, wohin hier ein Weg sein könnte. So, im Erdgeschoss. Oh, ja. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Party. Ja, den rechten Weg gehen und dann da nach unten. Im Keller, da waren wir aber schon. Oder waren wir da schon? Da kamen wir doch her, glaube ich, oder? Naja, okay. Ich werde da schon noch irgendwas finden. Ach, hier war doch, glaube ich, auch eine Tür. Verschlossen. Na, toll. Ja, der alte Rabe eiert rum. Gut, dass hier nicht sowas wie bei Resident Evil 3 mit dem guten Nemesis rumturnt. Wo man sich nicht unbedingt immer Zeit lassen kann. Zumindest war es in einer Version des Spiels war es so. Ich weiß nicht, ob es in der japanischen war. Da durfte man sich keine Zeit lassen. Da musste man wirklich schnell handeln. Ansonsten war man gelackmeiert. So. Vielleicht ist aber auch die Tür jetzt aufzuschließen. Billy? Geh mal rum. Verschlossen. In der Tür ist ein Feuermotiv eingraviert. Feuer? Muss ich eventuell Feuerchen machen? Na, schade. Hätte ja sein können, dass wieder was wegbrennen muss, um die Tür aufzumachen. Man weiß ja nie so genau. Gut. Wir hatten ja noch eine andere Option, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr so 100% sicher, Leute. Ich bin so müde. Oh Mann. So. Okay. Sind wir wieder hier in der Haupthalle? Okay. Können wir irgendwelche anderen Türen eventuell aufschließen? Das wär's doch eigentlich. Weil die von der anderen Seite eventuell verriegelt sind oder so. So, gehen wir mal hier durch. Hier ist ja keine Tür mehr. Oh, Rafe, du alte Pansenbirne. Hier kann ich wenigstens nicht immer sagen, ich bin im Bilde. Moment, die grünen Orte habe ich doch alle abgesucht, ne? Das heißt, ich muss noch einmal da in diesen grauen Bereich da hinten hin. Ja. Gut. Also, Karten lesen à la Raven Knight. Merkt es euch nicht. Übt euch in irgendwas anderem, aber nicht in meiner Art der Kartenlesung. Ich kann das nicht. So, okay. Alles klar, eine Statue mit Gewichten, wo man wohl draufstehen muss. Auf dem Socke steht, wenn Gut und Böse im Gleichgewicht sind, eröffnet sich vor ihnen ein neuer Weg. Wink mit der Dachlatte. Hier werden wir bestimmt diese Statue brauchen, diese Teufelsstatue und die Engelsstatue wahrscheinlich. So, gehe ich mal jetzt einfach von aus. Und ich glaube, auf der Seite war noch eine Tür, die wir aufmachen können. Ich muss mal eben kurz auf der Karte gucken. Ja, richtig. Gut, alles klar. Mal da rein. Vielleicht finde ich hier ja die Engelsstatue. Das wär's doch eigentlich, oder? So. Mal gucken, ob hier wieder netter Besuch auf mich lauert. Nö, hier ist niemand. Aber ist das Pistolenmunition? Das ist Pistolenmunition. Rebecca, aufsammeln. Sei artig, sammel auf. Gut, Pistolenmunition. Da liegt ein Dokument auf dem Tisch. Mal gucken, was das ist. Hinweis für alle Mitarbeiter. Ein uraltes Dokument. Die Schrift ist kaum lesbar. Es finden regelmäßig Treffen der Forschungsteams für Impfstoffe und Infektionskrankheiten statt. Für beide gilt Sicherheitsstufe 5. Besprechungsorte, Erdgeschoss 1, westlicher Kontrollraum. Erdgesch oder Ebene 2, südöstlich Konferenzraum. Der Zugangscode lautet 0815. Vielen Dank. 0815. Hinweis für alle Mitarbeiter mitgenommen. Dass hier gleich irgendwo was noch ist. Moment, da ist was. Da ist was im. Da steht, da liegt doch was da unten drin. Was ist denn das? Was ist denn das? Aha. Eine. Nee, ne? Das ist ein rechteckiges Windenteil. Mal schauen. Billy. Billy, 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 Billy. So, was hast du denn Unnötiges bei dir, Willi? Willi, sag ich schon. Billy. Messer. Ich leg die Messer mal in ruhigen Orten ab. So. Ich hoffe, die finden irgendwo noch Gegenstände, mit denen die was machen können. So, kann das jetzt Billy mitnehmen? Ja. Willi kann die. Willi, genau. Willi kann die Binde mitnehmen. Nein, Billy kann die Winde mitnehmen. Oh. Vögel! Rebchen! Rebchen!
Prämchen. Oh Mann, da war wieder klar, dass meine Artgenossen mich wieder ablenken müssen. Wo ist der? Wow. Bleib am Boden liegen. Oh Mann. Das war wieder klar. Dass Raben mich hier heimsuchen. Oh. Mann. Muss halt immer sein. Zu dieser späten Stunde ein uralter Kamin. Es ist nur noch ganz wenig Asche übrig. Kann man den eventuell anzünden? Nein. Okay. Es muss ja immer zwischendurch mal was ausprobiert werden bei Resident Evil. Ich kenne das ja. Und gut, dass die Wii so lange geladen hat. Sonst wäre das wahrscheinlich zu heftig für mich gewesen mit einem Überraschungsmoment. Ich kann das ja nicht, sowas. Ah! So. Mal schnell durchgehen. Alles klar. Das haben wir auch erledigt. Bin mal gespannt, wie oft diese Vögelkicker noch auftauchen. Okay, die werden mich jetzt nicht großartig verletzt haben oder so. Ja, Rebecca ist auch noch okay. Bei der muss ich ja immer gucken. Bei der ist halt immer das Problem. So, kombinieren. Zack. Wie viel Schuss hat eigentlich Rebecca? 91. Heilige Scheiße. Die hat genug. Gut. Das heißt, wir haben jetzt diese Winde, die wir auch noch brauchen werden. Gucken wir erstmal schnell. Wo war das mit der Winde nochmal mit dem Aufzug? Wo war das? Jetzt überlege ich gerade. Wo war das? Da war es auf jeden Fall nicht. Ah, ich sehe es. Alles klar. Ich bin wieder einigermaßen auf dem Damm. So, einmal hier durch. So. Ja, ich finde es lustig, dass einige sich wirklich auch darüber amüsiert haben, dass ich öfter gesagt habe, ich bin im Bilde. Ist mir gar nicht so oft aufgefallen. Naja, egal. Ja. Wir sind jetzt wieder hier. Und dann müsste ich hier rum. Da müsste eine Tür sein. Rebecca, lauf bitte so, wie ich es dir sage. Sehr liebensgewürzig von dir. So. Ich werde natürlich jetzt, wie gesagt, mit einer Wii-Mode das Ganze spielen. Ich werde es auf der Wii spielen, nicht auf der Wii U. Die ist schon längst an meinem Fernseher angeschlossen. Die Zombies sind weg. Es gab ja bei dem Remake für den GameCube von Resident Evil 1 dieses interessante Feature, dass man die Zombies, die liegen geblieben sind, anzünden musste, damit sie endgültig weg waren. Ich habe das bis zum Ende nicht verstanden, dass man die anzünden musste, weil dann wurden sie ja zu Super-Zombies. Bis ich das geschnallt habe, ne? War Weihnachten. So. You stay here. Okay. Genau, you stay here. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, jetzt mit Rebecca das Ganze zu machen, aber egal. Weil Billy hat die Winde, die wir hier benutzen können. So. Was, das brauche ich jetzt nicht. Das ist doch eine... Die Windensteuerung in der Klappe ist ein rechteckiges Loch. So. Ja, jetzt wird es verwendet, also. Okay. Ach so. Da Dingen fehlte, der Hebel. Ach so. Aufzug benutzen, ja. So. Schaffen wir mal die kleine Rebecca nach oben. Mal gucken, was sie da oben findet. Bestimmt sämtliche Zombies, die sie töten werden. Bei meinem Glück ja. Aha, da liegt erstmal Gewehrmunition. Gut. Ah! Hey! Ah, was ist das denn? Runa, verpiss dich! Du doofes Vieh! Lass mich in Ruhe! Au! Stirb einfach! Wenn ich dir das sag! Boah! Hallo? Sag mal, geht's noch? Hier gibt's auch noch Riesen im Feld. Noch eins. Ey. Stirb, hab ich gesagt. Boah, ey. Sag mal. Langsam ist aber gut. Wie viele sind hier noch? Moment. Erste Hilfe Spray. Das kann ich bestimmt sofort verwenden. Boah, wäre ich mal mit Billy hier hochgegangen. Verwenden. Ja, danke. Boah. Pistolenmunition. Mitnehmen. mal schnell umgucken. Was sagt denn die Karte so? Ah ja. Ich hätte hier, glaube ich, noch gar nicht hingemusst. Egal. Was ist hier? Ah, ich kann hier durch. Oh oh. Wollte ich das? Eigentlich nicht. Was war das denn? Oh oh. Ein Rabe. Du bleib liegen. Du auch.
Ist hier noch irgendwo einer? Ich höre hier doch was flattern. Boah! Nein, lass mich los! Ich muss weg. Noch einer weg. Noch einer. Ist noch irgendwo einer? Dass ich Raben töten muss. Finde ich nicht toll. Finde ich ganz und gar nicht toll. So. Zack. Wo bin ich hier jetzt eigentlich? Okay, da könnte ich wieder reingehen ins Gebäude. Sieht schon irgendwie sehr suspekt aus, das Ganze. So, seit wann bin ich dran? Oh, knappe 20 Minuten bin ich, glaube ich, dran. Ja, Leute, ich würde sagen, dass ich hier noch ein bisschen mich umschauen werde. Damit ich ganz genau weiß, was hier überhaupt los ist. Rebecca ist jetzt hier auf weiter Flur. Ich hoffe nur, dass nicht mehr zu viele Insekten hier kommen. Ich hätte Billy hier hochjagen sollen. Der hält ein bisschen mehr aus als die arme Kleine. Oh, oh. Heilige Scheiße. Was erwartet mich hier? Das sieht irgendwie so, ne, aus. So riesig groß. Oh mein Gott. Was ist das hier? Was ist das hier für ein Ort? Hm. Naja, wenn ich hier was finden könnte, wäre schöner. Aber hier ist nichts. Hm. Da ist aber auch wirklich gar nichts. Da kann ich die Treppen runtergehen. Ah, da kann ich die Tür auch aufschließen und anscheinend wieder zu Billy zurück. So wie es aussieht. Sieht zumindest einigermaßen so aus. Aha. Okay. Die Schwerter der Ritter blockieren die Tür. Moment, kann ich die abschießen? Nö. Hätte ich gedacht, die hätte die abschießen können. Das ist natürlich doof. Die Schwerter blockieren die Tür. Okay, das wäre auch der einfache Weg. Ich denke mal, dass ich hier die Treppen runter muss. Kann ich hier eigentlich die Leiter runter? Das ist ja mal, ne? Eigentlich ein Weg mit der Dachlatte. Tatsächlich. Ich kann hier die Leiter runterklettern. Aber was ist denn hier? Solange hier keine Viecher kommen... Was ist das denn? Ein Käfig zur Aufzucht von Tieren. Er ist schwer zum... Okay, er ist schwer zum Hervorheben. Mhm. Da muss bestimmt irgendeiner mal was betätigen von den beiden. Die müssen bestimmt irgendwann mal zu zweit hier rein. Und da muss das Ding angehoben werden, der Käfig. Damit man eben halt da dran kommt an den Gegenstand. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Wie gesagt, ich mache hier nur blinde Vermutungen. Bitte auch nicht irgendwie mir was bestätigen, falls ich mit irgendwas recht habe. Es sei denn, ich bitte darum, dass man mich bestätigt. Ihr kennt mich ja. Weil wenn ich das Spiel noch nicht kenne, möchte ich nicht unbedingt... möchte ich erst in erster Linie selber versuchen, drauf zu kommen. Weil das bringt mir nichts, wenn ich jetzt von euch dann die Hinweise kriege. Hey, Rafe, du Fool, du hast es falsch gemacht oder so. Dann lasst mich bitte erstmal selber überlegen. So, jetzt gehen wir mal hier runter. So. Bei meinem Glück ist hier bestimmt so einer von diesen Imitationen, was? So, wieder falsche Taste. Mann, Tastenkombination. Alter Rabe, solltest du mal langsam herausfinden. Aha, hier geht's runter und die Tür ist wohl abgeschlossen. Nee, die ist offen. Was heißt denn das Rot da auf der Karte? Heißt das jetzt abgeschlossen oder nicht? Also langsam irritiert mich das. Oder heißt das nur, ich war da noch nicht? Hui! Nö, heute noch nicht. Morgen vielleicht. Bah, Gegner. Ja. So viel dazu. Da gehe ich hin, wenn Billy da ist. Weil Billy ist da doch ein bisschen prädestiniert dafür. Der kann das wenigstens. Genau er. So, Mann. Ich habe jetzt keine Lust, auf diese Gegner zu treffen. Deswegen... Aha. Die Tür wurde aufgeschlossen. Yay! Wir können wieder zu Billy. Ich werde Billy besuchen. Und dann gehen wir gemeinsam dahin. Und dann räumen wir auf. Und dann sind die Viecher fällig. Haha. Ach, schön. Haha. Ja, zu zweit traue ich mich dann eher. Weil, jetzt ist das Ganze natürlich mit Rebecca alleine ein sehr undankbarer Zeitpunkt, um das Ganze zu erledigen, würde ich immer sagen. Weil sie... Wie soll sie sich alleine wehren? Wir haben gesehen, wie schwer sie es gegen diese Viecher hat. Ich denke mal, Billy wird es nicht so schwierig haben, zumal er auch das Gewehr hat. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ja. Gehen wir mal wieder. Genau. Erstmal hier dran lang vorbei. Wunderbar.
Wir haben auf jeden Fall einiges hier aufgedeckt. Wir haben die Winde gefunden und konnten den Aufzug benutzen. Und uns erstmal so einen kleinen gewissen Einblick über diese komische Ortschaft machen. Naja, die Zombies waren jetzt nicht so erschreckend. Erschreckender waren da sogar die Raben. So. Huh! Der hat sich im Schatten versteckt. Der hat doch einen Fisch im Arsch. Oh, oh. Rebecca. Haha. Bleib liegen. Bleib liegen. Das war's für ihn. Ist da noch einer irgendwo? Hallo? Nee, sonst ist da keiner mehr. Gut. Ach ja. So. Haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Klappt doch. Klappt doch, wenn wir wollen. So. Billy? 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 Ah, Billy ist da, gut. This way. Ja. Ja. Gut. Wir haben Billy wieder da. Und jetzt werde ich mich natürlich auf den Weg zum Speicherplatz machen. Zur Schreibmaschine. Um das Ganze zu speichern, was wir heute erledigt haben. Das war ja ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. So, jetzt gucke ich nur mal schnell, wo ist denn die Speichermaschine? Ach, die ist da hinten. Gut. Was hier dann hier lang. Danke, Billy, dass du Platz machst. Sehr liebensgewürzig, auch wenn ich jetzt gerade gegen die Wand laufe. Das ist übrigens bei Resident Evil so mein Standard. Ich komme fast nie um die Kurve und ich renne fast immer gegen die Wand. Weil ich einfach absolut nicht abschätzen kann, wo ich langlaufen muss. So. Gut. Die Schreibmaschine dürfte da hinten am anderen Ende sein. Sofern ich mich noch erinnere. Ja, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und beim Durchhalten dieses Videos. Wir werden beim nächsten Mal schauen, was wir in diesem Raum finden, wo sich Rebecca alleine noch nicht getraut hat, reinzugehen, weil da diese Viecher waren. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal bei Resident Evil Zero an dieser Stelle weiter. Bis dahin, sprach der Raven Knight, nimmermehr.